Und was genau sich hier befindet? Es sieht nicht so aus, als wäre es, würde es Schaden anrichten wollen. Okay. Naja, es sieht ein bisschen lasch aus. Ich denke, den Höhepunkt haben wir verpasst. Hallo, willst du über Nacht bleiben? Ich verspreche dir, dass du hier drin sicher bist. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, wenn er das so sagt. Pennen ist die beste Zeit zum Flennen. Come on, Game. Wir probieren es trotzdem mal. Mal gucken, was passiert. Tschüss. Okay, es ist tatsächlich gar nichts passiert. Das finde ich eigentlich nice. Du hältst dich für so schlau. Jeden Morgen hast du was Originelles zu sagen, Arsch. Ganz ehrlich, ich weiß manchmal nicht, um was es in diesem Spiel geht. Okay, mit dem kann ich auch noch nicht interagieren. Das heißt, es bleibt nichts anderes übrig. Lass gut sein, Großer. Meine Jungs trainieren für ein großes Spiel gegen Büffel van Dijk. Sei besser vorsichtig, sonst bekommst du das Tackling zu spüren. Außerdem machen einige der Jungs Hammerwerfen. Ich weiß nicht warum. Super Mario-Anspielung ist Super Mario-Anspielung. Ja. Ja, gut. Ist im Endeffekt genau das gleiche wie mit den. Wie mit den. Tell me! Wie mit den komischen Fasskindern da. Voll in die Eier, Junge! Gut, wir werden die Lasterrampe einsetzen. Wenn ich noch dazu komme, aber nein, das ist nicht der Fall. Very nice. Thank you very much. Level up for Brä und Parfüm erhalten, sehr schön. Soll ich sagen, Alter, der Soundtrack in dem Spiel ist echt für den Arsch, Mann. Oh, come on. Okay, den Kampf hat Olin komplett für sich entschieden. Was ziemlich nice ist. So, zack, einmal die Flasche einsnacken. Einmal die Flasche einsnacken, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was da unten abgeht. Haha. Extravagantes Parfüm, sehr schön. Oh, ganz ehrlich, Mann, es sind so viele fucking Wege. Was seid ihr für Freckel, ey? Nee. Ach, du bist ein Mann, oder? Willkommen in meinem bescheidenen Heim, Schönheit. Mach es dir gemütlich. Okay. Ja, das ist sehr nett. 50 Magazine gesnackt. Und irgendeine Trophy. Meine pornografische Literatur, du Miststück! Ich würde echt da runterkommen und dir in den Hintern treten, wenn es nicht so ein schöner Tag wäre. Tja. Thank you very much. Es war eine helle Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Ne, man muss nur wissen, wie und wo. Was das? Willst du etwas Wasser pumpen? Ja, klar. Du hast eine Flasche Wasser erhalten. Die macht was? Ein Getränk, das viele Beschwerden heilt. Ja, geil und mad, dann werde ich erstmal. Ach so, man bekommt auch schmutziges Wasser. Versuche es auf deinen Gegner zu werfen. Der Brunnen ist versiegt. Na gut. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier weiterkommen. Very good. Was ist jetzt los? Oh.
Was ist jetzt kaputt, Alter? Was ist mit mir? Ich kann aber auch nichts dagegen tun, aber ich bin irgendwie verlangsamt. Nö, ich glaube, es war nur eine Art Bug. Okay, ein paar Molotovs. Molotovs sind extrem gut gegen große Gegnergruppen, habe ich festgestellt. Von dem her werde ich mir da immer ein paar, denke ich, auf Vorrat bringen. Ich habe noch keine Ahnung, was dieser Statuseffekt mit mir tut, aber hey. So, da unten war noch was. Ja, passt schon. Ja, ihr schon wieder. Papa Power Rangers. Oh no. Diesmal habe ich es euch gezeigt, Ranger. Und jetzt übergebt eure Powerhelme. Oder die Prinzessin fängt sich eine. Zö. Hä? Steve. Ja? Dick trägt noch nicht einmal seine Uniform. Was? Oh Gott, verdammt, Pink. Was? Das ist der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Hey Mann, also ich brauch das nicht. Ich bin fertig, also mit diesem Zeug. Ich habe keine Lust mehr auf Cosplay, ich bin zu alt dafür. Also, ich bin sowas wie ein Partyschwan und Alter, ich muss durch die Lüfte gleiten, Mann. Also, bis später, Armleuchter. Wow, Mann! Du stehst also direkt hinter mir, Mann. Das ist verrückt. Hey Bro, magst du Partys? Ich mag Partys. Lass uns abhängen, Kumpel. Ranger Pink ist deiner Gruppe beigetreten. What? Dick Dixon. Ah, oh, verdammt. Ohne sechste Farbe sind wir wertlos. Wir brauchen einen neuen Ranger. Gehen wir. Rettungsranger, raus! Na gut, dann warte ich einfach hier. Bis mir der Arm einschläft. Schätze, ich warte hier. Okay. Dieses Spiel ist ultra strange, Alter. Aber ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Der Humor an manchen Stellen echt nice. An vielen Stellen tatsächlich eher, weiß ich nicht, nicht so mein Geschmack. Weil an manchen Stellen ist er halt einfach echt sehr plump, muss ich sagen. Dick! Der Partygänger. Partyfall kann zur Betäubung führen. Eine Reihe vernichtender Hüftstoße. Okay. Ja, yeah, wir werden Dick mal ausprobieren. Oh, da kann ich einkaufen. Und meine Gang abändern. Ich bin aber gerade echt zufrieden mit meiner Party, muss ich sagen. Hör zu! Ich habe mein ganzes Leben in Kneipen verbracht. Ich kenne mich aus, verdammt. Also, lass mich dir sagen, Chiffon Solo hat zuerst geschossen. Und außerdem, er ist der beste verfluchte Stoffschmuggler auf dieser Seite der Galaxis. Star Wars Anspielung ist offensichtlich. Ja, wir kaufen mal 4 davon, 3 davon. Wow, 2 davon, Zwiebelwodka. Ja, macht halt betrunken, ne? Lassen wir mal. Der Fischmann. Jetzt im Kino. Ja, komm, Alter. Hallo, Kollege. Jap, ist gekauft. Jap, ist gekauft. Oh, das war's schon wieder mit meinem hart verdienten Geld. Okay, ich habe jetzt 2 Charaktere in der Party, die mit Boomerang kämpfen. Ist jetzt auch nicht so geil. Armbänder, Jagdbogen weg. Gestank. Das gibt halt alles echt kein Geld, muss ich sagen. Aber den Friedensstifter, den werde ich definitiv noch kaufen. Sollten wir erstmal good to go sein. Leck! Come on, Game! Ja,
Was haben wir hier? Ein Bulldozer. Wenn du jemanden mit einem Bulldozer anfährst, gewinnst du Erfahrung. Es ist makaber, ich weiß. Terry. Ich vermisse dich. Okay, wir müssen jetzt Leute hier mit dem Bulldozer überfahren. Es ist so crazy, Alter. Es ist so crazy. Wir haben unser Bestes gegeben. Ja, das haben wir. Auf Wiedersehen, Timmy Karotte. Auf Wiedersehen, Percy Purry. Leute, es ist Feierabend. Oh, shit. Oh. Ah, was hält denn der Typ aus, ey? Schau dir mein grimmiges Gesicht an. Du hast keine Chance gegen mich. Ah. Sag ich doch. Es ist so crazy. Es macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Oh, Bulldozer Battle. Das ist das Horace. Das ist deine Chance, dich zu beweisen. Du schaffst es, Hor. Nein! Nein! Nicht jetzt! Die Erinnerung kommt zurück. Nicht jetzt! Opa, Opa! Ich will ein Bulldozerfahrer werden, so wie Papi, bevor er und Mami gestorben sind. Wie auch immer, Kleiner. Und der letzte Führerschein des Tages geht an Maurice Dinkel. Glückwunsch zu deiner bestandenen Bulldozer-Führerscheinprüfung. Ahem. Ich glaube, da ist ein Schreibfehler. Ich bin Horace Finkel. Okay, egal. Horace hat Maurice Dinkels Führerschein erhalten. Herzlichen Dank, Sir. Es ist Zeit, der Welt zu zeigen, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Hi, ich bin Maurice Dinkel. Hoppla! Horace, schnell! Benutze deinen Bulldozer, um diesen Kühlschrank anzuheben und mein Leben zu retten. Ja, meine Liebe, ich werde dich im Nu retten. Ich habe jahrelang trainiert und unser ganzes Geld ausgegeben, um zu lernen, wie man dieses Biest bedient. Denn ich bin Horace, der glorreiche Bulldozer-König. Nun, Horace, du hättest deine Frau retten können, wenn du nicht so schlecht darin wärst, Bulldozer zu fahren. Dein Verlust. Du hast dich einfach nicht drauf, mein Enkel. Du wirst niemals ein echter Bulldozerfahrer sein. Ach, der Arme, Alter. Das hat wehgetan. Hey, hör mir zu, ich will das eigentlich nicht mehr machen. Ich werde das einfach abstellen und nach Hause gehen. Lass mich einfach auf das Auspedal drücken und... Upsi! Ein glorreiches... Oh, wir sitzen sogar im Bulldozer direkt drinnen. Beleidigen. Okay. Einen Fingerstrahl, schneller Pfeil und die Lasterramme. Der Typ wird richtig weggerammt jetzt. Come on! What? Oh Gott, oh nein, er weint einfach nur. Volles schlechte Gewissen, den Typen zu klatschen. Und nice. Naja, wenigstens trifft keiner von uns irgendwas. Meine liebste Becky, ich habe wieder versagt. Ich wollte das nicht tun. Also irgendwie.
Dein Fahrzeug funktioniert nicht mehr. Natürlich nicht. Du hast den Schutzhelm von Horace erhalten. Ach Gott. Diesel-Molotow-Cocktail, okay. Das hört sich mächtig an. Ich habe keine Ahnung. Oh, da ist Molotow, sag ich schon. Dynamite. Du hast einen Haufen TNT gefunden. Toll, Zeit hier rauszukommen. Yes. Okay. Ich werde mal kurz nochmal pennen gehen und dann. Obwohl. Nee. Ich habe keine Lust, dass irgendeiner meiner Charaktere wieder entführt wird. Mit TNT kann man so große Steine nicht entfernen. Really. Okay, das war das Gebiet. Hier konnte man, glaube ich, pennen in dem Gebiet, ne? Okay, ich bin wieder in irgendeinem Gebiet angekommen. Das sieht mir schon wieder sehr optional aus hier. Giftschlange. Na gut, wir gucken mal, was wir hier erreichen können. Ganz ehrlich, Mann, ohne Olin wäre ich in diesem Game so aufgeschmissen, ne? Ja, da vorne hat man ihn kurz gesehen, da war Daddy wieder. What is that? Der seltsame, versteckte Mann. Na dann, wir machen mal ein Tackling. Dann werde ich mich ein bisschen aufheilen. Lasterer mit 2 haben wir mittlerweile auch gelernt. Ach ja, kann ich ihn jetzt nicht treffen mit meinen Angriffen oder was? Doch, ich kann, weil ich sein Versteckspiel aufgehoben habe. Fingerstrahl. Ja, das sollten wir hinbekommen. Meine Tarnung, sie hilft nicht. Nope, das tut sie nicht. Ein paar EXP wieder, nice. Oh, da lag was. Eine Coca-Cola. Oh. Ich weiß halt nie so genau, wo ich eigentlich hin muss, aber das sieht halt schon sehr optional aus hier. Du hast ein paar Schmerztabletten genommen. Cool. Wo warst du, Meister Armstrong? Ist der Unterricht vorbei? Ja. Klar, der Unterricht ist vorbei. Nachdem ihr heute Abend eure Hausaufgaben gemacht habt, übt eure Kata. Gute Nacht, Kinder. Alles in Ordnung? Du bist jetzt schon einige Zeit lang aufgebracht. Alles in Ordnung zu Hause. Deine Augen sehen komisch aus. Was ist los, Meister? Das weiß ich nicht. Wer ist der Typ? Oh, hallo. Ich hab Schwere, ich hab nicht zugesehen. Es ist okay. Ich sehe dich hier ständig. Wenn du willst, kannst du auch mal am Unterricht teilnehmen. Wirklich? Ich habe kein Geld. Das ist okay. Wow, danke, Sir. Aber ich weiß nicht, ob ich gut genug für Karate sein werde. Das werden wir sehen, Kleiner. Okay. Thank you. Okay. Ich
habe halt mittlerweile echt nichts mehr zum Heilen, Mann. Diese Kämpfe gehen mir so auf den Zeiger. Ja, siehe! Die Kämpfe gehen mir richtig auf den Zeiger. Und es wäre halt mal echt geil, wenn ich irgendwann irgendeine Fotze finden würde, die mir Heil-Items verkauft. What the shit? Cool, ich bin endlich mal irgendwo angekommen, Alter, im Club der Strapsentransen. Du kannst nicht einfach so gehen, ohne zu bezahlen. Bezahlen? Für euch träumt weiter Fussellippen. Uff, denk nicht mal dran. Weißt du, wie schwer es ist, heutzutage einen anständigen Rasierer zu finden? Außerdem bist du es sowieso nicht wert. Als ob ich irgendwas von dir wollen würde. Stimmt, und warum bist du nochmal hierher gekommen? Das hier ist kein Limonadenstand. Hey! Ich glaube, das ist... Oh, das Honeybee, ich verstehe. Was zum Teufel ist das für ein Leer? Ich bin die Drag Queen des Jahrhunderts. Hast du mit meinen Tunden rumgemacht, Fettsack? Das hättest du wohl gern, du hast nichts als Kerle hier. Oh, verdammt, hast du als Kind mit einer Menge Bleispielzeug gespielt? Eilmeldung, Trottel, wenn du eine Frau willst, dann ist das alles, was du kriegen kannst. In der Not schmeckt jedes Brot. Aber ich bin einsam. Ich vermisse meine Frau. Ich bin nicht ein vertrauenslehrer Fettarsch. Hör auf, mich fett zu nennen. Ich zerquetsche euch alle, ihr Bienen. Hör zu, Saftsack. Ich bin Transvestit, nicht irgendein Schlappschwanz. Nur weil ich Höschen trage, sind meine Eier nicht verschwunden. Also, du verschwindest jetzt besser, bevor wir dich hier begraben, Miststück. Tut mir leid, meine Damen. Bei genauerer Überlegung, fick dich! Oh, Entschuldigung. Willkommen. Ich heiße Queen Roger. Bitte mach's dir gemütlich. Kümmer dich nicht um die Sauerei. Okay, kann ich ihn rekrutieren? Der Typ gefällt mir. Was, er tut mir leid, ja, siehe. Wer ist zu viel verlangt, um eine Muse zu bitten? Im Ernst, was muss ein Typ heutzutage tun, um inspiriert zu werden? Keine Ahnung, Kumpel, aber ich mag deine Sonnenbrille. Ja. Säckchen, ich hatte alles in dir drin. Mein süßes, süßes Säckchen. Aha. Hey, lass mich dir zeigen, wie sich ein echter Mann anfühlt. Klar. Du hast gespürt, wie sich ein echter Mann anfühlt. Deine Verteidigung wurde erhöht. Durchs Penetrieren. Kippe gefunden, sehr schön. Willst du tanzen? Klar. Wunderbar. Gefällt's dir? Ich liebe es. Ja, mehr davon. Lass alle Hüllen fallen, Bernhard. Findest du, ich bin sexy? Klar. Mach ich dich geil? Auf jeden, Alter. Großartig. Das war berauschend. Hier. So ein Taschentuch erhalten. So. Nach dieser Erfahrung, die ich nicht nochmal brauche im Leben, gucken wir uns weiter um hier drin. Tut mir leid, Süße. Wir sind völlig ausgebucht und können keine weiteren Kunden mehr aufnehmen. Außerdem sind wir komplett unterbesetzt. Sag mal, du siehst ganz schön verzweifelt aus. Wie wäre es, wenn du für mich arbeitest? Ich könnte deine Hilfe wirklich gebrauchen. Ich verspreche, dass ich mich irgendwie revanchiere. Ich werde dich nicht in Magazinen bezahlen, aber du kannst das Trinkgeld behalten. Was meinst du, Schnuckelchen? Red weiter. Nun, es ist wirklich ganz einfach. Mach einfach den Kunden glücklich. Die meisten dieser Typen wissen nicht mal, was sie wollen. Sie kommen nur her, um rumzuheulen und Scheiß zu quatschen. Ein Haufen schlappschwänziger Muttersöhnchen. Es gibt eine Menge einsamer Männer da draußen, die sich nach Intimität sehnen. Aber die meisten von ihnen sind zu ängstlich, um sie sich wieder zurückzuholen. Ich schätze, ich will sagen, es ist schwer zu sagen, was du als Biene tun musst. Immer noch interessiert? Klar. Super, lass uns ein Kleid und ein Zimmer für dich organisieren. Ich habe ein paar Kunden für dich. Ja. Es kommt jemand. Shit! Wirklich? Ein fetter Kahlkopf? Nein, danke. Come on!
Kunden warten, ja siehe. Was für fetter Kahlkopf, Alter, ich bin bärtig. Oh, das ist unangenehm. Bitte erzähl den anderen Jungs nichts über mich. Ja, wir warten weiter. Es kommt jemand. Mal gucken, wer sich noch in den Puff verirrt. Hey, also hör zu, ich habe meine Familie verlassen, inklusive meinen bescheuerten Bruder. Ich werde meine eigene Gang starten. Ich brauche nur einen neuen Namen für sie, was denkst du? Die Alice Schwarzer Jungs, Schummelbrüder, korrekte Kumpel. Die korrekten Kumpel. Ja, Mann, das ist ziemlich stark. Cool. Es kommt niemand mehr. Das Leben als Prostituierte ist sehr anstrengend. Der Helm bleibt auf. What? Du willst mich verarschen, Alter. Verführung. Geflüster, Rückenmassage, Kratzen. Wir fangen mal mit einer Massage an, würde ich sagen. Oh, dann werden wir ihn mal ins Ohr flüstern, ne? Das ist nämlich... Mega! Touchdown, Baby! Ich komme! Ach ja, er ist schon gekommen. Geil! Ja, Mann, hier kann ich richtig Money machen, alle. Wir warten nochmal weiter. Was ist los, Schlampe? Ich bin nicht hier rumzumachen, also los! What? The shit! Rückenmassage ist immer gut am Anfang. Oh, oh ja, oh. Sie steht auf Rückenmassage. Er steht auf Rückenmassage, Entschuldigung. Wyatt, der Geschäftskönig. Der Typ sieht aus wie ein Fisch, Alter. Ja, das war leider nicht so effektiv. Wir gucken mal, ob wir kratzen. Ja. Wir haben RCS zum Höhepunkt gekratzt. Sehr schön. Glaube ich. 20 Magazin, nice. Kommt noch jemand oder? What the shit? Fische werden hier nicht bedient, sage ich dir. Kommt niemand. Es kommt jemand. Bambi! Stimme in der Ferne. Wo ist mein Reno hin? Komm her, Spaghetti. Komm schon. Ja, hier ist es nicht. Du hast alle Kunden bedient. Du hast dich gut geschlagen. Ich schulde dir was. Ja, tritt meiner Crew bei. Nun, wir sind wieder im Spiel. Ich habe ein bisschen Zeit. Was zur Hölle? Warum nicht? Ist schon eine Weile her, dass ich ein paar Schädel eingeschlagen habe. Queen Roger hat sich der Party angeschlossen. Sehr cool. Bienenkönigin. Ja. Wie gesagt, tatsächlich würde ich mal versuchen, vielleicht Fadi gegen Dick auszutauschen. Wir probieren mal, was Dick kann. Ja, Dick ist gut. Was willst du, Außenseiter? Bist du hier, um zu arbeiten oder zu urteilen? Digga, ich hab schon mein Soll erfüllt. Es ist so schön, unsere Gemeinschaft in der Lage war zu gedeihen. Es ist nur schade, dass es unter diesen Umständen ist. I feel ya, bruh. Warum nennen sie uns Bienen? Haben sie Angst vor unserem Stachel? Unserer Arbeit? Ich finde es tatsächlich ziemlich bezaubernd, so oder so. Ganz ehrlich? Das muss eine Referenz zu Final Fantasy VII sein. Ich denke immer, dass ich diese Fischleute hier drin sehen kann, aber ich bin auch total high, also wer weiß. Okay. Ich würde dann tatsächlich mal sagen, wir sind hier im Puff fertig. Im Etablissement, wohlgemerkt. Und dann gucken wir mal, wo es weitergeht für uns. Die Bienen leben auf der anderen Seite des Sumpfes. Geh da nicht hin, wenn du nicht nach Liebe suchst. Ich war schon dort, ich habe hart gearbeitet. Dieser unheimliche Kerl an der Bar geht einfach nicht weg. Er ist schon länger hier, als ich denken kann. Der da? Mein Bruder hat es geliebt, hierher zu kommen. Wir haben die ganze Nacht Musik gehört. Ich wünschte, ich könnte ihn noch einmal sehen. Okay, leider kann ich dich nicht mitnehmen. Ich werde einen von euch Fischmenschen-Scheiß anfangen. Ich weiß, dass diese Wichser in diesen Sumpfgewässern leben. Ich muss nur den Weg hineinfinden. Du hast keine Schallplatten. Okay, Schallplatten gibt's also auch noch.
Stellt 1000 LP wieder her. Erhöht vor Kämpfen die TP auf 50, während du betrunken bist. Das ist echt nicht schlecht, aber... Ich glaube, ich kaufe lieber zwei von diesen Dingern hier. Schade, dass man nicht gut einkaufen kann in diesem Spiel. Aber wir sollten uns diesen Ort merken, wenn wir später vielleicht mal eine Schallplatte oder so finden. So, wir sind wieder back in den Minen. Jetzt gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen könnten. Wahrscheinlich da unten, nehme ich an. Es gibt echt so viel zum Erkunden, Mann. Sehr wichtig oben. Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Es könnte aber auch so ein endloser Gang, endloser Weg sein, der einfach nie aufhört. Einfach um die Spieler zu trollen. Wow. Was war jetzt aber? Ja, ich bin nicht ganz fresh, Alter. Meine HP haben sich auch schon wieder. Haben sich auch schon wieder in Wohlgefallen ausgelöst. Ich bin ganz ehrlich, ich verstehe nicht hundertprozentig alle Mechaniken in diesem Spiel. Aber das muss ich auch nicht. Ich will es eigentlich nur einmal durchhaben und dann ist gut. Alter, wie lang ist dieser fucking Weg? Also da oben muss der Ultra-Mega-Loot versteckt sein. Längste Kletterparty ever. Aber bei dem Spiel weiß man halt nie, ne? Ist es wirklich nur eine Finte oder gibt es oben wirklich etwas ganz am Gipfel? Man weiß es einfach nicht. In diesem Game ist alles möglich. Ho. Wisst ihr was? Als Spieleentwickler hätte ich wahrscheinlich genau das gleiche getan. Ich hätte vielleicht genau das gleiche getan. So, was haben wir hier versteckt? Eine Bar. Cool. Tut mir leid, Sportsfreund. Dieser Kerl hat den ganzen Schnaps abgekauft. What? Hey Kumpel, was ist so? Weißt du, was ich will? Whisky. Hast du welchen? Ich hab bestimmt welchen. Boah, hey Kumpel. Ich kann aber nicht mit dir interagieren. Ja, ich hab dick ein bisschen in der Party gehabt, aber so tatsächlich hundertprozentig überzeugt hat er mich nicht wirklich. Wir gucken mal, was die Queen Bee auf dem Kasten hat. Der, die das? Queen Bee? Bumblebee? Ach du meine Güte. Plötzlich Piraten. Okay. Hallo müder Reisender, willkommen zu Jacks Reise-Zaubershow. Du bezahlst mich und ich werde mit dir reisen und zaubern. Aber ich habe einen Teil meines Auftritts verloren, meine Spielkarten. Wenn du mir ein paar neue bringst, werde ich kostenlos auftreten. Okay. Ich habe leider noch keine Spielkarten. Großmeister Freitag hat uns alles gezeigt. Wir müssen ihn stolz machen. Ja. Meister Freitag ist ein Genie im Kung-Fu oder ist es Karate? Egal, spielt keine Rolle. Das ist alles das Gleiche. Ich glaube, da trennen sich die Meinungen ein bisschen. Bist du Meister Karat? Ich bin Yasan. Und das ist Cat. Ich bin ein schubsender Leopard. Du fragst, wieso? Interessiert dich das? Ja, klar. Ich suche nach einem weit entfernten Land, einem Paradies für alle Katzen. Niemand weiß, ob es wirklich existiert. Aber ich werde nicht aufhören, danach zu suchen, bis ich sterbe. Wirst du dich meiner Suche anschließen? Ja, klar.
Yazan Barghouti ist einer Gruppe beigetreten. Okay. Ich meine, hallo, er will das Paradies der Katzen suchen. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Okay, hier ist nichts für mich. Oh nein, schon wieder ein Dojo. Er ist so stark, aber es spielt keine Rolle. Wart's nur ab, Tiger. Wenn unser Meister zurückkommt, bist du dran. Er wird dich mit seinen mächtigen Fäusten zermalmen. Schatz, ich bin zu Hause. Zurück von meinem morgendlichen Joggen. Kiuk, 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 kiuk. Großmeister Freitag, Gott sei Dank bist du hier. Der legendäre Dojo-Zerstörer ist gekommen, um dich zum Kampf herauszufordern. Er tötet alle. Nur deine große Stärke kann uns retten. Oh Gott, was nun? Er ist so stark. Oh Gott. Shit. Ja, Digga, Alter, ich dachte, da kommt vielleicht noch irgendwas. Dojo-Zerstörer. Was soll ich sagen? Ich glaube nicht, dass ich eine Chance habe gegen den Typ. Bedrohen. Brutaler Angriff. Oh Gott, und ich habe nicht gespeichert. Oh, er schläft. Cool. Nice. Ja, der Typ ist schon relativ mächtig. Wir versuchen jetzt mal eventuell mit einem Molotow zu arbeiten. Schneller Pfeil. Oh, nein, mein Freund, du machst mal eine Freude auf Queen. Yes. Sehr schön. Feuerball. Du machst mal eine Random Potion of Nähern. Sehr schön. Boah, Alter, jetzt hat er seine Verteidigung so hoch gebufft, Alter. Gibt's das? Schade, Feuerball bzw. nee, aber ein Diesel-Molotow. Abfeuern, Feuerstrahl, wir probieren es jetzt einfach mal, wenn irgendeiner stirbt, dann ist es so. Okay, der Diesel-Molotow, das war extra guter, sehr guter Schaden, das werde ich so weitermachen. Ja, sehr gut, dankeschön. Könnte sein, dass es schon reicht. What? Der Typ lebt immer noch. Stellt viele TP her? Nein, das brauche ich nicht. Und eine Random Potion, wenn es reicht, noch auf mich. Großer Schuss. Ich bin echt am überlegen, Mann. Soll ich auf... Nee, Mann, ich gehe auf Angriff. Okay, er bekommt auf jeden Fall noch Brandschaden. Ja, wir versuchen uns mal hier weiter durchzuarbeiten. Vielleicht schaffen wir es mit dem Brandschaden. Das sind über 1000 Schadenspunkte, alle, was der bekommt. Schmeißen nochmal einen Molotow. Du tust mal ein bisschen FP, nee, TP generieren. Ja, und du, mein Freund. Kann ich das TNT benutzen?
Wir werden es nie herausfinden. So, großer Bombenpfeil. Fingerstrahl. Wir gehen jetzt auf alles. Boah, Alter, Alter, Alter. Der Typ war hardcore. Dieser Blick, die Art und Weise, wie er dich ansieht. Es ist genau derselbe Blick, den ich Meister Freitag zuwerfe jeden Tag. Er respektiert dich. Der Dojo-Zerstörer hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Meister, ich hab dich enttäuscht. Holy crap. Das war hart. Ja, hier können wir ein bisschen Suppe auffüllen. Sehr schön. Das war wirklich hart. Hi. Hi. Und tschüss. Ich bin mal weg. Also vom Dojo-Zerstörer erhoffe ich mir tatsächlich so einiges. Glaube ich zumindest. Ich habe den nächsten Zug vergessen. Mein Gehirn hat heute einen schlechten Tag. Das macht nichts. Mein Gehirn auch eigentlich. Jeden Tag. Brett, hört auf zu bluten. Sehr schön. Oh, da oben liegt was. Sehe ich gerade. Ja, Zigaretten lasse ich mir nicht entgehen. Gut, wir werden an dieser Stelle mal absafen und sehen uns ab dem nächsten Part wieder.